Nein, nicht Herr Schäuble. Ein Mann, der nicht nur Frau Zypries in allen Instanzen in Grund und Boden geklagt hat, weil sie widerrechtlich Daten auf ihrer Website gespeichert hat, sondern auch ein Mann, der als Erstbeschwerdeführer unserer großen Verfassungsbeschwerde da war. Ich begrüße mit euch Patrick Breyer. Danke. Ja, als Wolfgang Schäuble bin ich noch nie angesagt worden, aber vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Kurz eine Info zum Ablauf. Im Anschluss haben wir Handykarten abzugeben. Das sind vorregistrierte Handykarten. Die braucht ihr also nicht auf euren Namen anzumelden und die könnt ihr anonym wieder aufladen. Außerdem haben wir eine Versteigerung von 2 anonymen Handys. Nach meiner Rede geht's los. Ich möchte zu euch jetzt sprechen über Sicherheit und Sicherheitspolitik. Das hört sich ja so an, als ob die anderen, unsere Gegner, dieses Thema gepachtet haben. Was sagen die dazu? Wie ist die Position der CDU zum Beispiel? Der Slogan der CDU ist der von Wolfgang Schäuble: Wir müssen alles Menschenmögliche tun, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Damit meint er eine umfassende Datensammlung, eine Auswertung aller Daten, eine Beobachtung aller Personen auf Risiko hin, eine Zusammenarbeit aller Behörden, ein Einsatz von Militär im Landesinneren, eine Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten, einschließlich der Verwertung von Foltererkenntnissen. Wie sieht es aus bei der SPD zum Beispiel? Die SPD hat den Slogan Sicherheitspolitik mit Augenmaß. Was meint sie damit? Augenmaß heißt, dass sie etwas langsamer voranschreitet, aber im Endeffekt doch alles macht, was irgendwie nützlich erscheint, nützlich sein könnte. Auch auf diese Weise werden scheibchenweise unsere Freiheitsrechte eingeschränkt und die Staatsmacht ausgedehnt. Die Grundrechte sind aber kein nachwachsender Rohstoff, sondern sie sind eher wie aussterbende Arten. Wenn die Salami erstmal scheibchenweise abgetragen ist, dann ist sie weg, für uns und für unsere Kinder, und das lassen wir uns nicht gefallen. Immer wenn es um Überwachung ging, war nicht nur die CDU, sondern auch die SPD dabei. So war es bei der Wehrverfassung 1956, bei der Notstandsverfassung 1968, bei den Antiterrorgesetzen und dem Kontaktsperregesetz, bei der verdeckten polizeilichen Überwachung 1992, beim großen Lauschangriff 98, bei der Einführung biometrischer Daten in Pässe, bei der Aufhebung des Bankgeheimnisses, Steueridentifikationsnummer für jede Person ab der Geburt, beim Abschuss unschuldiger Flugpassagiere 2004, bei der gemeinsamen Datei aller Sicherheitsbehörden 2006, bei der Einführung von Funkchips in Pässen und einer zentralen Fotodatei und schließlich letztes Jahr bei der Einführung einer totalen Protokollierung der Telekommunikation Ende letzten Jahres. Diese Sicherheitspolitik mit Augenmaß, die angeblich führt in den Überwachungsstaat. In den letzten Jahren haben wir so oft wie nie zuvor die bloße Hoffnung auf mehr Sicherheit eingetauscht gegen den sicheren Verlust von Freiheitsrechten. Mit der gesetzlichen Aufrüstung des Staates ist eine finanzielle Aufrüstung einhergegangen. Der Staat gibt heute fast die Hälfte mehr aus im Bereich innerer Sicherheit als noch für 12 Jahren. Der Bund, die Bundesregierung, gibt jedes Jahr sogar 10% mehr aus. Von solchen Zuwachsraten können andere Haushalte wie die Entwicklungshilfe oder Sozialhaushalte nur träumen. Ist das Geld wenigstens in gezielte Maßnahmen gesteckt worden, in eine verbesserte Ausrüstung, in eine Aufstockung des Personals? Nein, man hat damit Überwachungstechnik bezahlt und 17.000 Stellen bei der Polizei abgebaut in den letzten Jahren. Das ist doch keine Sicherheitspolitik. Ursache ist die grundfalsche Annahme der Staatsparteien, die Kriminalität würde irgendwie von Polizei und Geheimdiensten und deren Arbeit abhängen. Was sagt die Forschung dazu? Die Forschung sagt, Kriminalität hängt von vielen Ursachen ab. Von der sozialen Herkunft zum Beispiel, vom Umfeld,
von der Bildung. Und das wird von den Parteien überhaupt nicht mehr als Sicherheitspolitik begriffen, dass Sozialpolitik, Integration und Bildung noch immer die beste Sicherheitspolitik ist. Und die Forschung hat auch schon lange herausgefunden, dass die Befugnisse des Staates, dass das Ausmaß der Befugnisse und auch die Zahl der Beamten keinerlei Auswirkungen auf das Kriminalitätsniveau haben und innere Aufrüstung uns nicht schützt. Alles andere ist Propaganda. Deutschland mit seiner im Internationalvergleich eher streng begrenzten Staatsmacht und einem starken Verfassungsgericht, das unsere Rechte schützt, hat doch auch eine viel geringere Kriminalitätsrate als etwa Großbritannien oder die USA, die sich unsere Politiker zum Vorbild nehmen und mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Eine Politik, die sich an unsicheren Staaten orientiert, ist doch keine Sicherheitspolitik. Warum ist das so, dass eine aufgerüstete Staatsmacht Unsicherheit statt Sicherheit schafft? Ich will euch ein Beispiel nennen. Das ist die Schilderung eines deutschen Straftäters. Stellt euch vor, dass so etwas auch euch passiert sein könnte. Ich zitiere aus einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Obwohl er bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet habe, seien ihm durch die massive Gewaltanwendung der Polizei Hautabschürfungen und Prellungen zugefügt worden, in deren Folge er das Bewusstsein verloren habe und medizinisch habe behandelt werden müssen. Im Rahmen der weiteren Vernehmung am Morgen des folgenden Tages habe der Kriminalbeamte den Beschwerdeführer mit der Zufügung erheblicher Schmerzen, wie er sie noch nie erlebt habe, gedroht. Der Beschwerdeführer werde sich wünschen, nie geboren zu sein. Er werde einem Verhörsspezialisten ausgeliefert werden, der bereits in einem Hubschrauber unterwegs sei. Weitere Drohungen seien hinzugekommen. So habe der Vernehmungsbeamte etwa angedroht, der Beschwerdeführer werde zu Gefangenen in eine Zelle gesperrt, die ihn sexuell missbrauchen würden. Das war nicht in Guantanamo, das war hier in Deutschland. Und das kann auch Unschuldige treffen. Ich sage nur BKA-Skandal, wo Beamte des Bundeskriminalamts Daten verkauft haben. Ich sage Sachsensumpf-Skandal, wo ein Nachrichtendienst Daten illegal gesammelt hat und am Ende nichts dran war. Ich sage zwei BND-Skandale. Der Bundesnachrichtendienst ist schon längst nicht mehr kontrollierbar. Das blinde Vertrauen der Staatsparteien in den Staat ist naiv, leichtsinnig und gefährdet unsere Sicherheit. Und deswegen ist ein hochgerüsteter Staat auch nicht die Sicherheit, die wir wollen. Ich will noch am Rande sagen, der Afghanistan-Einsatz erhöht laut unserem Bundesinnenminister das Risiko von Terroranschlägen in Deutschland. Das ist doch keine Sicherheitspolitik. Und dennoch, mit Angst werden uns weitere Einschränkungen unserer Freiheitsrechte abgepresst. Wie sieht denn die wirkliche Bedrohung durch Kriminalität aus, die so viel beschworen wird? Laut Statistik der Weltgesundheitsorganisation beruht der vorzeitige Verlust gesunder Lebenszeit für Westeuropäer durch Krankheiten, Behinderung oder Tod zu 92% auf Krankheiten, darunter Ursachen, die man leicht vermeiden kann, wie Übergewicht, Rauchen, Alkohol, Bewegungsarmut, zu 2% auf Verkehrsunfällen, zu 1% auf Stürzen, zu 1,7% auf Suizid und gerade einmal zu 0,2% auf Gewalt und Straftaten. Das sind doch die Zahlen.